Waren wir je allein im Universum? Und wenn nicht, waren Sie schon hier? Zu einer Zeit, als wir Menschen noch mit Steinwerkzeugen hantierten. Präastronautiker sind davon überzeugt. Und die physischen Beweise dafür existieren auch. Für alle ersichtlich. In der Form von kolossalen Bauten. Und das, was man in ihrem Inneren fand. Der beste Beweis sei zugleich der bekannteste. Die große Pyramide von Gizeh. In der nächsten Stunde werden wir ihre Geheimnisse lüften. Wozu diente sie wirklich? Was fand man innerhalb geheimer Kammern? Hatten die alten Ägypter Hilfe von Wesen, die herab von den Sternen kamen? Welcher gigantische Komplex befindet sich unterhalb der Pyramiden? Welche Rolle spielt die Sphinx? Und finden wir dort nicht die letzte Ruhestätte des vermeintlichen Erbauers Cheops, sondern das Grab eines Gottes? Das erste Puzzleteil bringt uns ganz nah an die wahren Architekten der großen Pyramide. Ein uraltes Dokument, das die Geschichte des alten Ägyptens sehr viel früher verortet, als es uns heutige Archäologen sagen. Es führt uns an das Erbe der Götter. Ägypten, das Land der Pharaonen. Spricht man über das Land am Nil, meint man zumeist das alte Ägypten. Geprägt vom noch einzig existierenden Weltwunder, der Cheops-Pyramide. Laut der offiziellen Geschichtsschreibung sollte es vor über 5000 Jahren angefangen haben zu erblühen. Am fruchtbaren Flussdelta Oberägyptens wuchs die Hochkultur, die von ihren Pharaonen als Gott gelenkt wurde. Über Jahrtausende hinweg war das alte Ägypten Brutstätte für neue Technologien und dem Willen, Großes zu erschaffen. Erst 300 Jahre vor Christus konnte es durch Alexander den Großen erobert werden und das alte Ägypten zerfiel. Doch geht man nach der genauesten historischen Aufzeichnung Ägyptens, ist dies alles falsch. Ägypten ist nicht das Land der Pharaonen, sondern das der Götter. Es fing auch nicht vor 5000 Jahren an zu erblühen, sondern sehr viel früher. Das Dokument, das die wahre Geschichte des Landes am Nil erzählt, ist 3000 Jahre alt und genauer als alle anderen Aufzeichnungen der alten Ägypter. Es listet die gesamte Herrscherdynastie des alten Ägyptens auf. Die, die das Land als Menschen regierten und die, die es als Götter taten, weit vor den ersten Menschen vor 5000 Jahren. Der alte Papyrus, das diese Geschichte erzählt, ist die sogenannte Turiner Königsliste. Es stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von vor 3000 Jahren, als der große Herrscher der 19. Dynastie Ramses II. Diese erstellen ließ. Und alle Wissenschaftler, Archäologen und Ägyptologen sind sich einig. Es gibt nichts Vergleichbares. Alle anderen Dokumente, die die herrschenden Dynastien historisch auflisten, haben alles eines gemeinsam. Sie sind auf festem Stein oder anderen haltbarem Material verewigt worden. Als solle man sie auch noch nach Jahrtausenden lesen können. Anders bei der Turiner Königsliste. Sie ist auf dem zerbrechlichen Papyrusmaterial geschrieben und damit sehr anfällig für die Zeit. Und dennoch konnten große Fragmente des Dokuments geborgen werden und nach jahrzehntelanger Arbeit zu einem lesbaren Ganzen zusammengesetzt werden. Der Papyrus wurde um 1820 in Luxor gefunden und dann nach Europa gebracht. 1824 wurde es vom Ägyptischen Museum in Turin erworben, daher auch der Name des Dokuments. Beim Auspacken der Kiste, in der es nach Italien transportiert worden war, stellte sich heraus, dass es in kleinste Bruchstücke zerfallen war. Eine Rekonstruktion erschien erst völlig aussichtslos. Einer der Archäologen des Museums in Turin, der die Kiste auspackte, bemerkte, dass sich darunter einige Fragmente mit Königsnamen befanden. Bis dahin das Einzige, was man aus dem Dokument zu dieser Zeit entziffern konnte. Ein sächsischer Altertumsforscher durchsuchte kurze Zeit später die Kiste erneut und konnte alle heute bekannten Fragmente, die teilweise nur 1 cm mal 1 cm groß sind, identifizieren. Er fertigte schließlich eine vollständige Rekonstruktion des Papyrus an, die auch heute noch in dieser Anordnung im Museum zu sehen ist. Bis vor wenigen Jahren bestand es noch aus 148 einzelnen Teilen, bis 12 weitere dem Dokument zugefügt werden konnten. Und das, was dem uralten Dokument zu entnehmen ist, lässt Wissenschaftler auf der ganzen Welt bis heute rätseln.
Doch nicht nur das, denn das altägyptische Dokument enthüllt etwas, das diejenigen, die es lesen, bis ins Mark und Bein erschüttert. Die ägyptische Geschichte muss vollkommen neu geschrieben werden und die Geschichte der Menschheit gleich mit. Laut diesem alten Text gab es eine Zeit im alten Ägypten, bevor das Land der Pharaonen von den Sterblichen regiert wurde, denn es waren die Wesen, die vom Himmel kamen, die das Land zuvor beherrschten. Diese Wesen wurden als Götter und Halbgötter bezeichnet. Sie lebten und regierten tausende von Jahren lang im alten Ägypten, lange bevor der erste Mensch auf dem Thron des Pharaos Platz nahm. Doch was ist daran so schockierend? Es ist doch nur ein alter Mythos, so wie es ihn in so vielen anderen Kulturen gibt, oder? Die altägyptischen Königslisten sind eine Art Stammbaum. Viele Pharaonen gaben sie in Auftrag, um die Geschichte ihrer Abstimmung in einem historischen Dokument zu verwahren. Sehr wohl aus recht egoistischen Gründen. Sie wollten zeigen, wie weit ihre Blutlinie zurückreicht. Und hier und da wurde durchaus, wenn auch nur im Kleinen, der ein oder andere Fakt hinzugedichtet oder weggelassen. Dennoch sind diese Listen von unschätzbarem Wert für die heutigen Historiker. Denn die Königslisten, die bisher gefunden worden sind, können miteinander verglichen werden und stellen durch diesen Vergleich einen ziemlich präzisen geschichtlichen Ablauf der Zeit im alten Ägypten dar. Und auch da macht die Turiner Königsliste keine Ausnahme. Doch etwas unterscheidet sie von ihren Geschwistern. Nicht nur, dass sie statt in Stein gemeißelt elegant zu Papier gebracht wurde, auch nicht, dass sie sehr viel präziser ist als alle anderen, sondern dass sie sehr viel früher beginnt und die Geschichte erzählt, die uns bisher verborgen ist. Das 1,7 Meter lange Dokument ist dabei sehr genau. Im Gegensatz zu der Liste von Thutmosis, Seti I., Ramses II., der Saqqara-Tafel oder dem Palermo-Stein listet die Turiner Königsliste alle auch noch so kleinen Änderungen der Ahnentafel der Herrscher Ägyptens auf. Die Regierungszeiten werden bis auf Monate und Tage festgehalten, auch von den Herrschern, die sich nur sehr kurze Zeit an der Macht halten konnten. So sind auf dem Papyrus auch sehr viel mehr Namen zu lesen, als auf denen der anderen in Stein gemeißelten Tafeln. Auch die Turiner Königsliste listet Menes als ersten menschlichen Herrscher über Ägypten auf. Doch sie beginnt nicht mit diesem Pharao der ersten Dynastie, denn Menes ist nur der erste menschliche Herrscher. Vor ihm regierten für 36.000 Jahre die Wesen, die vom Himmel kamen. Und die Turiner Königsliste macht keinen Unterschied zwischen dem Abschnitt der Menschen und denen, die vor ihnen das Land am Nil regierten. Nichts deutet darauf hin, dass der eine Teil der Fantasie oder Religion der damaligen Zeit entsprungen ist und der andere Teil die Historie Ägyptens widerspiegelt. Das Dokument erzählt von Wesen vom Himmel. Die Götter, Halbgötter und Totengeister werden als physische Wesen beschrieben und nicht als Metaphern oder ähnlichem. Es scheint aus einem Guss und der einzige Grund, daran zu zweifeln, ist der, dass es sich die Historiker, Archäologen und Ägyptologen einfach nicht vorstellen können. Doch was genau geschah laut der Turiner Königsliste, wenn die Götter doch so lange vor den Menschen regiert haben? Der Papyrus ist in den sogenannten Kolumnen aufgeteilt. Während die Kolumnen 3 bis 4 die Dynastien 1 bis 17 wiedergeben, sind die beiden ersten wohl die interessantesten. Kolumne 1 mit der Bezeichnung Götter und Kolumne 2, die als Götter und mythische Könige bezeichnet wird. Die Herrschaft über Ägypten beginnt laut dem Papyrus mit 9 Namen, die auch mit der ägyptischen Theologie übereinstimmen. Der erste Herrscher auf der Liste ist der von den Ägyptern als Sonnengott verehrte Re. Die genauen Daten seiner Lebens- und Regierungszeit konnte das Dokument nicht mehr halten. Es folgen die Götterkönige Shu für Luft, Geb, die Erde, Osiris, der Richter der Verstorbenen und König des Jenseits, und Seth, Gott der Wüsten und Fremdländer, als auch der Gott der Stürme. Für den nächsten Gottkönig mit dem Namen Horus, in der Mythologie der Sohn von Osiris in Gestalt eines Menschen mit Falkenkopf, ist eine Regierungszeit von 300 Jahren angegeben. Generell sind die Regentschaften weitaus länger, als sie ein Mensch überdauern könnte. Doch dazu gleich mehr. In Kolumne 2 sind die sogenannten Geister aufgelistet. In dieser finden wir unter der Rubrik Geister, die im Delta waren, den Eintrag 19 J 2341.
Er steht für die 19 Herrscher, die zusammengenommen 2341 Jahre lang geherrscht haben. Im Durchschnitt also 123 Jahre. Das Papyrus nennt gar genaue Zahlen für die Herrschaft derer, die vor dem Menschen das alte Ägypten regierten. So dauerte die Zeit der Götter in der ersten Kolumne 23.200 Jahre an, die Zeit der Halbgötter und Nachtgeister 13.420 Jahre. Insgesamt herrschten die nichtmenschlichen Wesen also 36.620 Jahre lang über das Land am Nil, also weit vor einer Menschheit, die man als zivilisiert bezeichnen könnte. Natürlich kann die heutige Wissenschaft die physische Existenz von Göttern und Halbgöttern nicht akzeptieren, und so wird sie auch nicht, trotz diesem einmaligen Dokument, auf dem die Geschichte Ägyptens geschrieben ist, in den sogenannten wissenschaftlich erwiesenen Kontext der Menschheitsgeschichte aufgenommen. Und so müsste die Geschichte des alten Ägyptens eigentlich vollkommen neu geschrieben werden. Doch das wird wohl erst geschehen, wenn die Wissenschaft dazu bereit ist, ihren vorgefertigten Pfad zu verlassen. Bis es soweit ist, werden wir zu den Sternen schauen und uns fragen, warum diese Wesen vom Himmel wieder gegangen sind. Entspricht das, was auf der Turiner Königsliste geschrieben steht, also der Wahrheit, Götter, die tausende Jahre lang die Erde regierten? Ein Hinweis darauf könnte uns ein riesiges Labyrinth liefern, von dem schon die alten Historiker berichtet haben. Es gibt viele Entdeckungen unter der Oberfläche unseres Planeten, die unsere Sicht auf die Geschichte für immer verändern könnten. Eine davon ist eine vergessene und mysteriöse Welt, voll von unterirdischen Kammern und Tunneln, die jahrhundertelang unerforscht geblieben sind. In alten Texten und lokalen Legenden erwähnt, galten diese mysteriösen Kammern bis zu ihrer Entdeckung als Mythos. Doch dieser soll nun gelüftet werden. Und damit solle nicht nur die Geschichte Ägyptens neu geschrieben werden, sondern die der gesamten Menschheit. Vor fast 2500 Jahren gab es in Ägypten ein massives Bauwerk. Es übertraf die Gizeh-Pyramiden bei weitem und seine Ausmaße sprengen heute noch die Möglichkeiten menschlicher Baukunst. Das große Labyrinth. Das riesige Gebäude im alten Ägypten war 2 Stockwerke hoch. Im Inneren befanden sich 3000 verschiedene Räume, alle verbunden durch ein gewundenes Labyrinth von Passagen. Sie sollen so komplex gewesen sein, dass niemand ohne einen Führer den Ausweg hätte wiederfinden können. Unterhalb der 2 Etagen befand sich eine weitere Ebene. Sie diente als Grab für die Könige. Doch der gewaltigste und unerklärlichste Teil des großen Labyrinths befand sich über den Kammern. Ein massives Dach aus einer einzigen, riesigen Platte aus massivem Stein. Und so zeugen auch die Worte Herodots, ein berühmter antiker griechischer Historiker, der es noch zu seinen Lebzeiten sah, von seinen Dimensionen. Das habe ich tatsächlich gesehen, ein Werk jenseits von Worten. Denn wenn irgendjemand die Gebäude der Griechen zusammenbauen und ihre Arbeit zur Schau stellen würde, würden sie diesem Labyrinth sowohl an Aufwand als auch an Kosten geringer erscheinen. Selbst die Pyramiden sind unbeschreiblich und jede von ihnen war vielen und mächtigen Werken der Griechen ebenbürtig. Doch das Labyrinth übertrifft sogar die Pyramiden. Die Worte Herodots zeugen von einem echten Bauwerk. Anders als beim griechischen Philosophen Platon und seiner Geschichte über das verlorene Atlantis, ist man sich hier sicher, das gewaltige Labyrinth hat einst existiert. Doch wenn es so groß war, wo ist es dann heute? Und wer hätte diese gewaltige architektonische Leistung vollbringen können? Der mysteriöse Komplex aus Höhlen und Kammern wurde von Autoren wie Strabo und eben Herodot genauer beschrieben. Ebenfalls hatten sie die Gelegenheit, das legendäre Labyrinth zu besuchen. Sie zeichneten und dokumentierten jeden Winkel auf, bevor es schließlich endgültig in der Geschichte verschwand. Laut einer Schrift von Herodot I. aus dem 4. Jahrhundert vor Christus befand sich das Labyrinth ein wenig oberhalb des Morissees und fast gegenüber der Stadt der Krokodile. Dass heute dort nichts mehr zu sehen ist, könnten die Beschreibungen Herodots erklären. Das Labyrinth soll nämlich ein außergewöhnlicher, unterirdischer Komplex gewesen sein. Doch nicht nur das. In seinem Inneren soll es nicht weniger als den Schlüssel zur Geschichte der Menschheit enthalten.
Ein unschätzbares Wissen über bisher unbekannte Völker in der Geschichte, verloren gegangene Aufzeichnungen großer Imperien und Herrscher und die Aufzeichnung einer Zivilisation, die auf dem Planeten lebte, bevor die Geschichte, wie wir sie kennen, begann. Ist das große Labyrinth von dieser uns bisher unbekannten Zivilisation erbaut worden? Sollte es den Zweck erfüllen, ihr Wissen und das Zeugnis ihrer Existenz über die Jahrtausende hinweg zu bewahren? Und wer waren sie? Herodot haben die Ausmaße des gigantischen Gebäudes verwundert. Etwas so Großes und zugleich Elegantes zu erschaffen, war seiner Meinung nach unmöglich. Dabei zählte Herodot zu seiner Zeit zu den gelehrtesten Menschen auf der Erde. Ein Mann, der die Welt so erfassen konnte, wie nur wenige von ihm dazu in der Lage waren. Und seine Worte wecken Zweifel, dass das große Labyrinth von den alten Ägyptern erschaffen wurde. Die oberen Räume habe ich tatsächlich gesehen und es ist kaum zu glauben, dass sie das Werk von Männern sind. Die verwirrenden und komplizierten Passagen von Raum zu Raum und von Hof zu Hof waren für mich wie ein endloses Wunder. Als wir von einem Hof in Räume, von Räumen in Galerien, von Galerien in noch mehr Räume und von dort aus in noch mehr Innenhöfe gingen. Es hat 12 überdachte Plätze, 6 in einer Reihe nach Norden, 6 nach Süden. Die Tore des einen erstrecken sich genau vor den Toren des anderen. Im Inneren ist das Gebäude zweistöckig und enthält 3000 Räume, von denen die Hälfte unterirdisch und die andere Hälfte direkt darüber liegt. Das Dach jeder Kammer, des Innenhofs und der Galerie ist wie die Steinmauern. Die Wände sind mit geschnitzten Figuren bedeckt und jeder Hof ist exquisit aus weißem Marmor gebaut und von einer Kolonnade umgeben. Die Worte des griechischen Gelehrten beschreiben eine Baukunst, die nicht nur die Größe der Pyramiden übertrifft. Die Frage, wie die alten Ägypter die Gizeh-Pyramide mit ihren damaligen Mitteln hätten erschaffen können, scheint im Gegensatz zum Bau des großen Labyrinths bedeutungslos. Eine viel ältere Zivilisation, so wie sie vermutet wird, hatte vielleicht das Wissen, um das große Labyrinth zu erschaffen. Wurde das Gebäude, das nach Herodot kaum das Werk von Männern sein könne, schon gefunden und damit das verschollene Wissen einer längst untergegangenen Zivilisation? 1888. Der Professor Flinders Petrie findet in Hawara die Ruinen einer alten, gigantischen Anlage. Anhand der Fundamente kann er die Größe, die Form und die Ausrichtung des vergangenen Gebäudes grob bestimmen. Es offenbart sich ein 304 Meter langes und 244 Meter breites Labyrinth. Mit anderen Worten, es war groß genug, um die großen Tempel von Karnak und Luxor aufzunehmen. Möglicherweise hat Petri damit den Standort des ägyptischen großen Labyrinths gefunden. Und noch etwas deutet darauf hin, dass das gigantische Gebäude voll mit diesem alten Wissen in Hawara liegt. Amenemhat III. Er war der letzte mächtige Herrscher der 12. Dynastie. Im 19. Jahrhundert vor Christus errichtete er in Hawara seine sogenannte Schwarze Pyramide, Amenemhats letzte Ruhestätte. Ägyptologen nehmen an, dass ein riesiger Totentempel ursprünglich neben dieser Pyramide stand. Die Grundlage für das große Labyrinth, so wie es Herodot beschrieb. Doch ohne sichtbare Überreste wurde auch nach Petris Entdeckung die Existenz des großen ägyptischen Labyrinths weiterhin als Mythos abgetan. Er selbst hat angenommen, dass das Labyrinth unter der Herrschaft des Ptolemäus II. Zerstört wurde. Dieser habe neues Baumaterial für die nahegelegene Stadt Scheid gebraucht. Es sollte 220 weitere Jahre brauchen, bis das große Labyrinth von Ägypten wieder aus dem Nebel der Legenden befreit werden sollte. Das Jahr 2008. Archäologen, die an der Mataha-Expedition arbeiten, machen einen atemberaubenden Fund unter dem Sand. Eigentlich wollen sie nur die Fläche um die Schwarze Pyramide herum genauer untersuchen. Doch wie so oft sollte der Zufall wieder Geschichte schreiben. Als sie Teile der Grundfläche in Hawara scannen, stoßen sie auf komplexe Kammern und Wände, mehrere Meter unter der Oberfläche und auch noch weit unter der Erde, massiv und stabil. Die Ergebnisse des Forscherteams bestätigen, südlich der Hawara-Pyramide gibt es tatsächlich eine alte, gigantische Stätte, so wie es Petri mehr als 200 Jahre zuvor vermutet hatte. Genauere Scans zeigen vertikale Wände. Sie haben eine durchschnittliche Dicke von mehreren Metern, verbunden mit etlichen Reihen geschlossener Räume, gitterartige und geordnete Strukturen tief unter dem Sand.
Es scheint gefunden zu sein. Das große Labyrinth von Ägypten. Das mächtigste Bauwerk seiner Zeit und für viele Jahrhunderte danach. Mit all seinem verborgenen Wissen, was nur noch aus dem Wüstenboden hochgeholt werden muss. Die Forscher teilen ihren außergewöhnlichen Fund mit der ganzen Welt. Sie zeigen es den Menschen auf ihren extra dafür eingerichteten YouTube-Kanal, veröffentlichen ihre Erkenntnisse in wissenschaftlichen Zeitschriften wie der ENRIAC und halten Vorträge an der Universität Gent. Doch warum wissen wir heute nichts von dem Auffinden des mythischen Labyrinths, dessen Existenz sich als echt herausgestellt hat? Warum gruben nicht etliche Archäologen nach den Überresten und möglicherweise weltbewegendem Wissen? Die Entdecker der Ruinen des mit hoher Wahrscheinlichkeit großen Labyrinths von Ägypten sahen sich schnell mit einer Realität konfrontiert, die auch sie so nicht erwartet hätten. Der Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer in Ägypten unterdrückte schnell alle weiteren Untersuchungen des Fundes und die Mitteilungen über diesen. Die strikten Sanktionen begründete er gegenüber der Weltpresse mit der ägyptischen nationalen Sicherheit. Bis heute scheint sich keiner gegen die Sanktionen der ägyptischen Behörde aus dem Jahr 2008 auflehnen zu können. Eine Ausgrabung des Fundes scheint auch 13 Jahre danach unmöglich. Einer der damaligen Entdecker, Ben van Kerkwijk, erläuterte im Jahr 2020 den heutigen tragischen Umstand. Bis vor 12 Jahren noch unbekannt, wird die Entdeckung bis heute unterdrückt. Das unglaubliche Potenzial dieser Stätte wird langsam und unwiderruflich zerstört. Sowohl durch die Untätigkeit der Behörden, als auch durch den Wasserspiegel in dem Gebiet, der ansteigt. Obwohl die Expedition, die zu dieser außergewöhnlichen Entdeckung führte, mit voller Kooperation und Erlaubnis des Obersten Rates für Altertümer durchgeführt wurde, wurden die offiziellen Ergebnisse und Schlussfolgerungen dieser legitimen wissenschaftlichen Studie vor Ort nie veröffentlicht. Der Weg zu dem verborgenen Wissen, so wie es beschrieben wird, scheint heute unerreichbar. Genauso wie eine genauere Untersuchung, die uns vielleicht den Blick auf ihre wahren Erbauer freigeben könnte. Doch eines ist auch mit den ägyptischen Sanktionen nicht mehr vor der Welt zu verstecken. Das große Labyrinth des alten Ägypten wurde von den großen Historikern vergangener Jahrtausende aus erster Hand besucht und bezeugt, mit all seinem Wissen und Hinweisen auf eine Kultur, die uns unbekannt ist. Letztendlich ging es im Sand der Wüste verloren und seine wahre Existenz blieb mehr als 2500 Jahre lang unerkannt. Im 21. Jahrhundert haben wir Ruinen entdeckt, die ein vergangenes, gigantisches, komplexes, unterirdisches Labyrinth zeigen, so wie das, was die alten Schriftsteller einst niedergeschrieben haben. Das wahre Erbe der Götter ist nach vielen Meinungen die versteckte Funktion der Pyramide, etwas, womit man sie aktivieren könne. Doch dieser Ein- und Ausschalter scheint verschwunden. Doch wenn es einen solchen gibt, wo können wir ihn dann finden? Die alten Ägypter glaubten, dass die Seele nach dem Tod weiterleben würde. Sie begruben sich und ihre Pharaonen, die sie als lebende Götter betrachteten, mit all ihren Schätzen. Sie balsamierten ihre Körper ein, um sicherzustellen, dass ihre sterblichen Überreste auch im Jenseits weiter andauern. An der Himmelspforte angelangt, wog der Totengott Anubis ihre Herzen gegen eine Feder auf. Sollte es schwerer als die Feder sein, versuchte man ihn mit ihren Schätzen als Opfergabe zu besänftigen. Die imposantesten dieser letzten Ruhestätten, von denen aus die Pharaonen den Weg vom Reich der Sterblichen in das Reich der Toten antreten sollten, waren die Pyramiden. Darunter auch das größte all jener Grabmäler, die Cheops-Pyramide. Ufologen und Präastronautiker glauben, dass die große Pyramide und ihre kleineren Geschwister einen ganz anderen Zweck hatte. Sie dienten nicht den Pharaonen als letzte Ruhestätte, sondern hatten eine technologische Funktion. Ein ganz bestimmtes Artefakt, das diese technologische Funktion der großen Pyramide aktiviert haben könnte, wollen einige Forscher nun identifiziert haben. Was ist dieser Schlüssel, mit dem man das gewaltige Bauwerk aktivieren könnte? Und welche Hinweise gibt es, dass die Pyramiden nicht nur die Grabmäler der alten Pharaonen waren, sondern so viel mehr? Eine Gruppe von Physikern will im letzten Jahrzehnt entdeckt haben, dass die große Pyramide elektromagnetische Energie konzentrieren könne.
Ein deutsch-russischer Wissenschaftler sagte wiederum, dass die Pyramiden mit elektromagnetischen Wellen interagieren könnten. Anhand analytischer Methoden wollen sie entdeckt haben, dass Radiowellen in Entfernungen zwischen 200 und 600 Metern eine Reaktion innerhalb der großen Pyramide auslöst. Jüngste Studien sollen ergeben haben, dass die Pyramide unter Aussetzung elektromagnetischer Energie in ihren inneren Kammern und unter ihrer Basis diese Energie konzentrieren kann. Die in den Durchgängen der Pyramiden verwendeten Materialien seien leicht radioaktiv, was es dem Stein ermögliche, die Luft zu elektrifizieren. Aus irgendeinem Grund verwendeten die Erbauer der großen Pyramide für die Innenflächen Dolomit, ein Material, das sich als ausgezeichneter Stromleiter erwiesen hat. Darüber hinaus bedecke Tura-Kalkstein, ein ausgezeichneter elektrischer Isolator, das Äußere der großen Pyramide. In den Korridoren und Kammern der großen Pyramide gäbe es zudem keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Erbauer der Pyramide Fackeln oder Feuer verwendeten, um das Innere der Pyramide zu beleuchten. Weder Rauchschäden noch Hußspuren seien dort gefunden worden. Ein Hinweis darauf, dass die Erbauer die Gänge mit elektrischer Energie ausleuchteten. Forscher wie Graham Hancock, Robert Borwell und Christopher Dunn schlugen unlängst die Idee vor, dass die alten Ägypter oder eine vergessene Zivilisation, die ihnen vorausging, weit fortgeschrittener waren, als wir heute annehmen. Christopher Dunn sagt, er glaube, dass die Pyramiden als Instrument gebaut wurden, um Energie aus der Ionosphäre der Erde zu ziehen, ähnlich wie der von Nikola Tesla geplante Wardenclyffe-Turm. Wenn die alten Pyramiden, insbesondere die Cheops-Pyramide, wirklich so etwas wie Maschinen waren, so sind sie heute nicht mehr aktiv. Doch gibt es eine Möglichkeit, diese wieder in Gang zu bringen? Einen Schlüssel, der sie wieder reaktiviert? Einen Einschalter? Das Pyramidion. In der Archäologie ist es der pyramidenförmige oberste letzte Stein einer Pyramide. Dieser Schlussstein, der auch als Benben-Stein bezeichnet wird, ist nicht nur auf den großen Pyramiden Ägyptens zu finden, sondern auch auf Obelisken. Im Alten Reich wurden sie aus einem Steinblock von Diorit, Granit oder Kalkstein herausgeschlagen. Viele dieser sind heute verschollen. Die man fand, waren auf ihren Seitenflächen mit Inschriften versehen. Doch das Außergewöhnlichste an einem Pyramidion war nicht die präzise Bearbeitung des festen Gesteins, sondern seine Beschichtung. Eine mineralische Legierung aus Silber und Gold, mit dem es überzogen war. Elektron. Oben aufgesetzt ließ das Pyramidion die Pyramiden noch in kilometerweiter Entfernung als solche erkennen. Das dunkel glänzende Elektron reflektierte die Sonne und hüllte das alte Ägypten in seinen längst vergangenen Glanz. Einige Forscher sind überzeugt, dass der Schlussstein, das Pyramidion der großen Pyramide, gar aus massivem Gold war. Gehen heutige Archäologen davon aus, dass das glänzende Pyramidion nur einen ästhetischen Zweck innehatte, der den Reichtum und die Macht des Pharao Cheops rühmen sollte, haben andere wiederum eine ganz andere Theorie. Die große Pyramide sei eigentlich eine Art Maschine und ihr Design, einschließlich des massiven goldenen Decksteins, war dazu gedacht, Energie zu nutzen und zu übertragen. Auch soll die große Pyramide zusammen mit ihrem Pyramidion viel älter sein als allgemein angenommen. Ihre Präzision und Technologie entzögen sich selbst den heutigen Erkenntnissen der modernen Wissenschaft. Das Innenleben der Pyramide sei auf eine sehr seltsame, aber spezifische Weise entworfen worden. Vor allem die Königinnenkammer und die große Galerie seien so aufwendig gestaltet, dass ihre offiziellen Funktionen als Grabmal in Frage gestellt werden. Die besondere Beschaffenheit des Inneren der Pyramide hat eine Reihe von Studien und Spekulationen nach sich gezogen. Die akustischen Eigenschaften der einzelnen Räume, das für ihre Konstruktion gewählte spezifische Material, die Beziehung der Räume zueinander und die möglichen energetischen Eigenschaften, die die große Pyramide von Gizeh zu manipulieren vermochte. Diejenigen, die dieser These Glauben schenken, sind sich zwar nicht schlüssig, wozu diese Maschine schlussendlich wirklich diente, doch bei einem sind sie sich einig. Ohne den Schlussstein, dem Pyramidion, funktioniere sie nicht, denn dieser vervollständige die Pyramide, die wichtigste Komponente der vermeintlichen Maschine, ihr Ein- und Ausschalter, wenn man so mag. Ohne diesen bliebe das 3 Hektar große und 6 Millionen Tonnen schwere Bauwerk inaktiviert. Doch das Pyramidion der großen Pyramide von Gizeh fehlt.
verschollen seit ewigen Zeiten oder von Plünderern zerstört, um an den wertvollen Überzug heranzukommen. Doch können wir nicht eine neue Spitze herstellen, aus der gleichen Mischung des Materials, das wir als Elektron kennen? Was würde passieren, wenn wir diesen dann auf die Spitze der Cheops-Pyramide platzieren? Und wurde genau das schon einmal versucht? Zur Jahrhundertwende gab die ägyptische Regierung ihre Pläne bekannt, einen neuen, vergoldeten Schlussstein auf die große Pyramide zu setzen. Am 31. Dezember 1999 sollte damit einer der weltweit aufwendigsten Millenniumsfeiern stattfinden. Der Cheops-Pyramide würde mit Hilfe von Hubschraubern ein 3 Tonnen schweres, mit Gold überzogenes Pyramidion aufgesetzt werden. In letzter Minute verwarf sie aber ihre Pläne. Auf eine Erklärung dazu wartet man bis heute. Das Pyramidion sei bei weitem nicht der einzige Schlüssel zur Aktivierung der Gizeh-Pyramide. Ein anderer Forscher will ihn in der Bibel gefunden haben. Ein technologisches Gerät, das wie kein anderes die Macht der Götter demonstrieren könne. Während wir schon in einem anderen Video über das Pyramidion spekulierten, das die große Pyramide aktivieren könne, glaubt der renommierte spanische Ägyptologe Miguel Pérez Sánchez genau zu wissen, was auf der Spitze der Pyramide fehlt. Der Forscher schlug vor, dass die alten Ägypter eine Kugel an der Spitze der Pyramide platzierten. Diese symbolisiere das Auge des Horus. Die metallische Kugel habe einen Durchmesser von 2718 königlichen Ellen besessen, 2,7 Meter, das genaue Maß für die Eulersche Zahl. Die Kugel auf der Pyramide sei zur Huldigung für die Sonne und Sirius platziert worden, den hellsten Stern am Himmel, der mit Isis in Verbindung steht. Die große Pyramide mit ihren technischen Komponenten und der metallenen Kugel an ihrer Spitze sei eigentlich eine Art Maschine. Ihr Design schließe eindeutig darauf, sowohl Energie zu nutzen, als auch zu übertragen. Auch das Innenleben der Pyramide sei auf eine sehr seltsame, aber spezifische Weise entworfen worden. Vor allem die Königinnenkammer und die große Galerie seien so aufwendig gestaltet, dass ihre offiziellen Funktionen als Grabmal in Frage gestellt werden müssten. Die akustischen Eigenschaften der einzelnen Räume, das für ihre Konstruktion gewählte spezifische Material, die Beziehung der Räume zueinander, das alles schließe auf energetische Eigenschaften, die die große Pyramide von Gizeh manipulieren zu vermochte. Ist die Gizeh-Pyramide also ein riesiges technisches Gerät? Welches Artefakt könne neben dem Schlussstein und der Kugel auf diesem noch fehlen? Ein auf der ganzen Welt mysteriöses Artefakt soll die große Pyramide von Gizeh aktivieren können. Wir schreiben das 15. Jahrhundert vor Christus. Laut dem biblischen Buch Exodus empfängt Moses die Steintafeln mit den 10 Geboten. Moses erhielt aber nicht nur die Steintafeln, sondern auch eine Anleitung zum Bau eines Objekts, das diese beherbergen sollte, die Bundeslade. In den alten biblischen Texten übermittelt das Wesen, das in der Bibel als Gott bezeichnet wird, genaue Anweisungen zum Bau des Behältnisses. Macht eine Lade aus Akazienholz, 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch. Überzieh sie innen und außen mit purem Gold und bring daran ringsherum eine Goldleiste an. Gieß für sie 4 Goldringe und befestige sie an ihren Füßen. 2 Ringe an der einen Seite und 2 Ringe an der anderen Seite. Fertige Stangen aus Akazienholz an und überzieh sie mit Gold. Steck die Stangen durch die Ringe an den Seiten der Lade, so dass man die Lade damit tragen kann. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben. Man soll sie nicht herausziehen. In die Lade sollst du die Steintafeln legen, die ich dir gebe. Verfertige auch eine Deckplatte aus purem Gold, 2,5 Ellen lang und 1,5 Ellen breit. Mach 2 Cherubim aus getriebenem Gold und arbeite sie an den beiden Enden der Deckplatte heraus. Mach je einen Cherub an dem einen und dem anderen Ende. Auf der Deckplatte mach die Cherubim an den beiden Enden. Die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, mit ihren Flügeln die Deckplatte beschirmen und sie sollen ihre Gesichter aneinander zuwenden. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Nach dem Buch Exodus waren die Abmessungen 2,5 Ellen lang, 1,5 breit und 1,5 hoch, was ungefähr 131 x 79 x 79 cm entspricht.
Doch ihre reinen Maße sind nicht das, was die Bundeslade so außergewöhnlich macht. Zahlreiche Forscher vermuten, dass die Bundeslade im Grunde einen elektrischen Kondensator mit zwei Elektroden gleicht, die durch Isolatoren getrennt sind. So heißt es in den biblischen Texten über diese: Schau hin, aber fass sie nicht an. Verbunden mit dem Beispiel des Israeliten Usa, der trotz dieser Warnung genau dies tat. Er legte seine Hände an die Bundeslade und wurde augenblicklich niedergestreckt. Nehmen wir die wahrscheinlichere Theorie an, dass dies nicht von einem omnipotenten Wesen geschah, so hätte dies nur durch eines ausgelöst werden können: von einem Stromschlag. Im Jahr 1933 stellte der Ingenieursprofessor Frederick Rogers die Theorie auf, dass die wahre Todesursache ein Schlag von 10.000 Volt statischer Elektrizität war. Dabei sei die Bundeslade eigentlich ein riesiger Kondensator. Der Dekan der Abteilung für Ingenieurswesen am Lewis Institute of Technology führte eine sorgfältige Studie der Konstruktion der Bundeslade durch, so wie sie in der Bibel beschrieben wird. Er kam zu dem Schluss, dass ihr Design einem perfekt konstruierten elektrischen Kondensator entsprach. Die Beschreibung der Bundeslade deutet zudem darauf hin, dass sie die Quelle einer unbekannten, unkontrollierbaren und tödlichen Kraft war. Ein Artefakt, dessen Berührung verboten war. Diejenigen, die es tragen und berühren wollten, mussten Schutzkleidung tragen, andere Abstand halten, so wie es heute bei Hochspannungsmasten oder Stromverteilerkästen üblich ist. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der großen Pyramide von Gizeh und der biblischen Bundeslade? Ist sie gar die fehlende Komponente, um die Gizeh-Pyramide zu aktivieren, sie wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen? Die Bundeslade, die aus Akazienholz gefertigt und mit Gold bedeckt war, sei anderen Artefakten, die in Ägypten gefunden wurden, sehr ähnlich. Auch sei sie regelmäßig an einem Ort platziert worden, an dem sie einem hohen magnetischen Feld ausgesetzt war. Dies hätte der Bundeslade ermöglicht, sich aufzuladen. Einige Präastronautiker gehen davon aus, dass die Bundeslade daher in Wirklichkeit ein Stromgenerator war, ein Teil eines komplexeren Systems der Energieerzeugung. Die alten Ägypter besaßen ein Gerät, das der Bundeslade sehr ähnelte. In den Darstellungen der Schlacht von Kadesh bei Abu Simbel sieht man, dass die Armee von Ramses II. Ein Gerät besaß, das der Bundeslade gleicht. Dieses Gerät besitzt ebenfalls zwei geflügelte Tiere, die Ägyptologen als Geier identifiziert haben wollen. Und auch ihre Architektur, ihre Bauweise gleicht sich ungemein mit der biblischen Bundeslade. Präastronautiker und einige Ägyptologen sind sich einig. Angesichts der Hinweise, die wir sowohl über die Bundeslade als auch über die große Pyramide von Gizeh haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass die in der Bibel erwähnte Bundeslade als eine Art Maschine fungierte. Das in der Schlacht von Kadesh gezeigte Gerät könne nicht nur zusammen mit der großen Pyramide ein riesiges, energieerzeugendes Kraftwerk gebildet haben, sondern es zeige auch die Komponente, die fehle, um die große Pyramide von Gizeh wieder zu aktivieren. Das, was wir sehen, sei die Bundeslade, die fehlende Komponente. Wenn die Pyramiden eine solche Macht besitzen, warum baut man sie dann nicht nach? Diesen Gedanken haben zwei Ingenieure tatsächlich verfolgt und mussten wahrlich Erstaunliches feststellen. Pyramiden. Diese mystischen Bauten sind auf der ganzen Welt verteilt. Ob in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, auf dem asiatischen Kontinent oder eben in Afrika. Sind die berühmtesten all jener in Ägypten angesiedelt, so sind in Ländern wie dem Sudan weitaus mehr dieser kolossalen Bauten anzutreffen. Wie ein Netzwerk umgeben sie unseren Planeten. Geht die heutige Wissenschaft davon aus, dass sie den Pharaonen, Kaisern und Herrschern als Begräbnisstätte dienten, sind Ufologen und Präastronautiker da ganz anderer Meinung. So wurden zum Beispiel in den berühmtesten aller Pyramiden, den Gizeh-Pyramiden, weder menschliche Überreste noch Sarkophage gefunden. Doch wozu dienten sie dann, wenn nicht als Gräber? Zwei Männer wollen das Mysterium der Pyramiden gelöst haben. Unabhängig voneinander erschufen sie die großen Bauten der antiken Ingenieure neu. Ihre Ergebnisse sind faszinierend.
Einer dieser Männer ist Jim Onan. Als er eines Tages auf eine Studie der University of Wisconsin über die angeblich energetischen Eigenschaften der altägyptischen Pyramiden stieß, war er von Anfang an begeistert, so sehr, dass er diese Behauptungen auf die Probe stellen wolle. Um die in der Studie aufgestellte Hypothese zu beweisen, fing Onan erst einmal im kleinen Maßstab an. Er baute eine Reihe von Miniaturpyramiden. Diese ordnete er anschließend in einer ganz bestimmten Konstellation an, direkt um sein Haus, so wie er es aus der Studie hatte herauslesen wollen. Besucher und Familienmitglieder spürten sofort ein seltsames Gefühl und auch Onan selbst sagt, dass er etwas vernahm, das ihm wie die elektrisierte Luft während eines Gewitters vorkam. Dieses Empfinden soll sich immer weiter verstärkt haben, je näher sie den kleinen Pyramiden kamen. Am stärksten sei es, wenn sie ihre Hände über die kleinen Bauten hielten, eine Art Energiewirbel, der aus den Spitzen der Pyramiden drang. Das konnte kein Zufall sein, war es wirklich so einfach, etwas, das jeder zu Hause nachbauen könne, und welche Energie würde erst aus einer viel größeren Pyramide herausdringen? Onans Neugierde war geweckt. Er beschloss, sein Experiment auszuweiten. Aus den kleinen Pyramiden sollte eine große werden, 4,5 Meter in die Luft ragend. Seinen Sohn, ein Botaniker, bat er, sie mit einigen Pflanzen auszustatten, mit denen er zuvor schon den umliegenden Garten bepflanzt hatte. Einmal fertiggestellt, entdeckte Onan nach nur kurzer Zeit ein weiteres Phänomen. Die Pflanzen im Inneren der Pyramide wuchsen 3-mal so schnell wie die gleichen Pflanzen außerhalb der Pyramide. Onan war verblüfft von dieser mystischen Kraft und dies könne nur an den Formen der uralten Bauwerke liegen. Daraufhin beschloss er, sein ganzes Haus von Grund auf neu zu gestalten, in Form einer Pyramide. Onan baute es so massiv um, dass es schlussendlich genau dem Design der großen Pyramide von Gizeh entsprach. Nur nicht ganz so groß. Am Ende sollte es ein Zehntel der Größe des Originals haben. Und schon beim Bau an sich geschah Seltsames. Während der Bauarbeiten im Inneren des Gebäudes begann auf einmal Wasser zu sprudeln. Genau in der Mitte der unfertigen Pyramide. Es war ständig fließendes Quellwasser. Etwas, das laut den beteiligten Planern dort nicht hätte passieren können. Eine Quellwasserblase gäbe es unter diesem Bereich nicht. Onan war sich sicher, das Wasser, diese Quelle, entstand einzig und allein aufgrund der Struktur der Pyramide selbst. Doch es kam noch seltsamer. Einige der Bauarbeiter tranken von diesem plötzlich entstandenen Nass und auch Onan selbst trank es. Die Arbeiter und er wollen festgestellt haben, dass ein jedes Mal, wenn sie dieses Wasser tranken, ihr Blutdruck dramatisch abfiel. Das Wasser käme nicht nur aus dem Nichts, sondern wäre auch irgendwie manipuliert worden. Um seine Vermutung zu bestätigen, bat er andere Menschen, aus dieser Quelle zu trinken. Die es taten, berichteten ihm, dass sie von einer Vielzahl von Beschwerden geheilt worden waren. Kopfschmerzen, Rückenprobleme, Asthma, all diese Leiden sollten nach Einnahme des Wassers nach nur kurzer Zeit verschwunden sein. Viele der Beteiligten schreiben diesem Wunderwasser nur den Placebo-Effekt zu. Der Wunschgedanke, das Wasser habe heilende Kräfte, wirke sich auf die Psyche aus. Die Folge, die körperlichen Leiden wurden durch die Kraft der Gedanken gemildert und nicht etwa durch das Wasser selbst. Am Ende steht dieser prachtvolle Bau im ländlichen US-Bundesstaat Illinois, 6-stöckig und für $1 Million mit 24 Karat Gold überzogen, umgeben von einem Wassergraben, bewacht von einer 200 Tonnen schweren und 15 Meter hohen Statue, eine Abbildung des ägyptischen Pharaos Tutanchamun. Der Nachbau von Jim Onan will schon einige mysteriöse Dinge über die Struktur der Pyramidenform ans Tageslicht gebracht haben. Doch ein weiterer Mann will das Rätsel über diese besondere geometrische Form komplett entschlüsselt haben. Pyramiden hätten weitaus mehr Eigenschaften als nur die, die Onan entdeckt haben will. Dr. Volodymyr Krasnoholowetz, ein Physiker aus der Ukraine. Er verbrachte über ein Jahrzehnt mit dem Bau und der Erforschung von Pyramiden. Mit Unterstützung der russischen Regierung errichtete er außerhalb von Moskau eine 44 Meter hohe Pyramide, das Ende seiner langen Reise, um das Geheimnis der Pyramiden zu lüften. Und es soll ihm gelungen sein. Seine Ergebnisse fasste er in 13 Punkten zusammen. 13 Eigenschaften seiner erbauten Pyramide und den Auswirkungen auf die Umwelt und den menschlichen Körper.
Das Immunsystem biologischer Organismen wurde verbessert. Genauer gesagt sei die Blutleukozytenzusammensetzung erhöht worden. Bei den Testpersonen sei eine verbesserte Gewebe-Regeneration festgestellt worden. Pflanzliche Samen, die 1 bis 5 Tage in der Pyramide gelagert wurden, zeigten eine 30-100%ige Ertragssteigerung. Nach der Fertigstellung der Pyramide sei über dem Gebiet des Baues eine deutliche Verbesserung der Ozonschicht festgestellt worden. Seismische Aktivitäten in der Nähe der Pyramide hätten sich sowohl in Schwere als auch Größe enorm reduziert. Unwetter scheinen ebenfalls in der Nähe der Pyramiden abzunehmen. Weitere in Südrussland, Baschkirien errichtete Pyramiden hätten sich positiv auf die Ölförderung ausgewirkt. Das Öl wäre an sich um 30% weniger zähflüssig geworden. Laut Tests der Moskauer Akademie für Öl und Gas stieg die Förderungsmenge an. 5000 Gefangene, die dem Energiefeld der Pyramide ausgesetzt waren, zeigten eine stark reduzierte Gewaltrate. Ihr gesamtes Sozialverhalten wäre stark verbessert worden. Angelegte Kulturen menschlichen Gewebes zeigten eine Verlängerung des Lebenszyklus. Nach einer Infektion durch Viren und Bakterien zeige das Zellgewebe eine weitaus höhere Überlebensrate. Radioaktive Substanzen, die man innerhalb der Pyramide positionierte, zeigten eine verringerte Strahlung auf. Kondensatoren innerhalb der Pyramide luden sich spontan auf. Eine bisher unbekannte Energieerzeugung muss vonstatten gegangen sein. Physiker beobachteten signifikante Veränderungen der Temperaturschwellenwerte bei Supraleitern, ebenfalls bei halbleitenden und Kohlenstoff-Nanomaterialien. Herkömmliches Wasser innerhalb der Pyramide bliebe bis minus 40 Grad Celsius flüssig. Sobald es in irgendeiner Weise berührt wird, gefriere es augenblicklich. Der ukrainische Wissenschaftler will mit der Hilfe Russlands das Geheimnis der Pyramiden gelüftet haben. Und man muss sich fragen, warum diese Entdeckung nicht Einzug in die populäre, anerkannte Wissenschaft erlangte. Sollten sich die Ergebnisse Krasnoholowetz bewahrheiten, so hätte die Menschheit eine Technologie zur Verfügung, die weltweit einen enormen Fortschritt bedeuten würde. Eine Revolution, die fernab von Öl, Gas und anderen fossilen Brennstoffen läge. Eine Technologie, die vielleicht schon die alten Ägypter besaßen. Umso trauriger, dass ausgerechnet die Kooperation der zwei Länder dies bewiesen haben will, die heute umso entfernter voneinander erscheinen. Nicht nur die Turiner Königsliste berichtet uns von dem Erbe der Götter, auch das sogenannte Tali-Papyrus hat Erstaunliches zu erzählen. Doch gerade dieser soll sich in den Händen der mächtigsten christlichen Institution dieser Welt befinden, dem Vatikan, und dieser habe nicht vor, es an die Öffentlichkeit freizugeben. Der Tali-Papyrus. Für viele Ufologen und Präastronautiker gilt es als Beweis für die Sichtung außerirdischer Raumschiffe in der Antike. Der alte ägyptische Text erzählt dabei eine unglaubliche Geschichte. Und diese vermag es den Blick auf unsere Vergangenheit, unsere Zukunft und unsere Gegenwart grundlegend zu verändern. Ist dies auch der Grund, warum es der Vatikan geheim halten soll? Und was steht in diesem Dokument? 1933, Kairo. Alberto Tali, der Direktor der altägyptischen Abteilung des Vatikanischen Museums, findet in einem kleinen Antiquitätenladen eine uralte Schrift. Sie zeigt nicht etwa die typischen Hieroglyphen, sondern die wahre Schrift des alten Ägyptens. Hieratisch, die heilige Schrift der Hohepriester. Tali ist sich bewusst, was für ein historisch wertvolles Dokument er gerade vor sich sieht. Doch dem vatikanischen Gelehrten ist der Preis zu hoch, mit seinen finanziellen Mitteln unmöglich zu bezahlen. Jedoch wird es ihm erlaubt, eine Kopie des Papyrus anzufertigen. Diese bringt er zurück in den Vatikan. Später wird er die ursprünglich hieratische Schrift durch Hieroglyphen ersetzen. 1950. Der italienische Adlige Prinz Boris de Rachewils will den originalen Papyrus aufgefunden haben. Er habe ihn unter den Papieren im Vatikan gefunden, die der verstorbene Tali hinterlassen hatte. Dies würde bedeuten, dass Tali es damals in Kairo doch noch erworben hatte. Doch warum soll er den Kauf verschwiegen haben? Das Originalfragment in hieratischer Schrift
So wie es der vatikanische Gelehrte damals auf dem Antikmarkt in Kairo vorgefunden habe, erzählt von einer unglaublichen Begegnung. Das Skript sei zwar verblasst und habe Lücken im Text, doch zeuge es von einem Ereignis, das für viele Ufologen die erste Begegnung zwischen dem Menschen und Außerirdischen darstellt. Die einzigartige Hinterlassenschaft habe die Mauern des Vatikans nie verlassen. Zeugt der uralte ägyptische Text von der ersten schriftlich festgehaltenen Begegnung zwischen einem außerirdischen Objekt und der Menschheit? Und was genau steht auf dem Papyrus geschrieben, das etliche Menschen dazu veranlasst, genau dies zu glauben? Laut dem Tali-Papyrus fand im alten Ägypten um 1480 vor Christus eine massive UFO-Sichtung statt. Der Pharao, der zu dieser Zeit Ägypten regierte, war Thutmosis III. Der Tag der Sichtung wurde in seinen Annalen als ein Tag von großer Bedeutung festgehalten. Ein Tag, an dem etwas Unerklärliches geschah. Im Jahr 22, im dritten Wintermonat, während der sechsten Stunde des Tages, bemerkten die Schreiber des Hauses des Lebens einen Feuerkreis, der vom Himmel kam. Aus dem Mund strömte ein Atem, der schrecklich stank. Es hatte keinen Kopf. Sein Körper war eine Rute lang und eine Rute breit. Es hatte keine Stimme. Da wurden die Herzen der Schriftgelehrten verwirrt und sie warfen sich auf den Bauch. Dann berichteten sie dem Pharao. Seine Majestät befahl, dass die Rollen, die sich im Haus des Lebens befinden, konsultiert werden. Seine Majestät dachte über all diese Ereignisse nach, die jetzt vor sich gingen. Das Haus des Lebens, so die altägyptische Bezeichnung für den Sitz der damaligen Gelehrten. Auch die Größe des Objekts wird von den Zeugen genau angegeben, eine Rute lang. Damit ist das altägyptische Maß Shet gemeint, 52,3 Meter. Die Erscheinung wird als lautlos am Himmel beschrieben. Die Zeugen dessen wurden von Furcht und Verwirrung erfüllt. Sie fielen auf ihre Bäuche. Eine Reaktion, die nach vielen alten Schriften und Überlieferungen oftmals die Menschen überkam, wenn sie etwas Unerklärliches am Himmel sahen. Doch damit endet der Papyrus nicht. Nach der ersten Erscheinung sollte das unbekannte Objekt binnen weniger Tage wiederkehren. Und es sei nicht alleine gekommen. Nun, nachdem einige Tage vergangen waren, wurden diese Dinger am Himmel immer zahlreicher. Ihre Pracht übertraf die der Sonne und reichte bis an die Grenzen der vier Himmelswinkel. Hoch und weit am Himmel war die Position, aus der diese Feuerkreise kamen und gingen. Das Heer des Pharaos sah ihm in ihrer Mitte zu. Es war nach dem Abendessen. Dann stiegen diese Feuerkreise höher in den Himmel und sie gingen nach Süden. Dann fielen Fische und Vögel vom Himmel. Ein Wunder, das seit der Gründung ihres Landes noch nie dagewesen war. Und der Pharao ließ Weihrauch bringen, um Frieden mit der Erde zu schließen. Und es wurde befohlen, das Geschehene in die Annalen des Hauses des Lebens zu schreiben, damit es für alle Zeiten in Erinnerung bleibt. Die Worte des Papyrus beschreiben ein unglaubliches und historisches Ereignis. Lautlos, aber mit einem unglaublichen Ausblick auf mysteriöse, stark reflektierende Objekte, die am Himmel des alten Ägyptens schwebten und so hell erstrahlten wie die Sonne. Die Abreise der vermeintlichen Besucher aus einer anderen Welt wird durch eine weitere mysteriöse Begebenheit beschrieben. Fische und Vögel regneten vom Himmel. Ein Ereignis, das in den Annalen des Pharaos als einer der wichtigsten Tage in der Geschichte sowohl für die Menschheit als auch für die altägyptische Zivilisation festgehalten wird. Ist das, was die alten Ägypter am Himmel sahen, nur ein Naturphänomen gewesen? Ein abstürzender Asteroid, dessen Bruchstücke drei Tage später die Atmosphäre durchdrangen? Die alten Ägypter hatten für ihre Zeit ein schier unfassbares Wissen über die Astronomie. Man nehme nur die Ausrichtung der Gizeh-Pyramiden auf das Sternbild des Orion. Gar sollen diese die Leuchtkraft der Sterne des Gürtels anhand ihrer unterschiedlichen Größe darstellen. Es erscheint sehr unwahrscheinlich, dass die alten Ägypter die Sichtung der Feuerscheiben falsch interpretiert haben. Ein astronomisches oder meteorologisches Phänomen hätten sie sicherlich als solches erkannt. Die alten Ägypter waren schließlich erfahrene und brillante Astronomen. Auch die in dem Dokument genannten Richtungsänderungen am Himmel lassen Zweifel an einem natürlichen Phänomen. Und schlussendlich beschreibt der Text, dass diese Objekte nicht gefallen sind, so wie später die Fische und Vögel vom Himmel. Der Tali-Papyrus könnte also die erste schriftliche Aufzeichnung einer Begegnung mit außerirdischen Raumschiffen darstellen. Kann es sein, dass das Objekt nur eine Fälschung ist? Die Reaktion des Vatikans lassen Zweifel daran aufkommen und könnte die Echtheit des Papyrus beweisen.
Seit Jahrzehnten gibt es eine heftige Kontroverse über die Behauptung, dass der Tali-Papyrus tatsächlich ein altägyptisches Dokument aus der Regierungszeit von Thutmosis III. Darstellt. Und selbst wenn es ihn gäbe, so nehme man an, dass der Text wahrscheinlich etliche Transkriptionsfehler aufweise. Tali habe ihn schließlich nur während einer einzigen Betrachtung des Originalpapyrus kopiert. Das Original hätte nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Eine seriöse Überprüfung mache dieser Umstand unmöglich. Um diese alte Aufzeichnung besser verstehen zu können, müsse der Text folglich genauer studiert werden. Doch der originale Papyrus scheint verschollen. 1968. Die US Air Force gibt eine offizielle Untersuchung zu dem Phänomen nicht identifizierbarer fliegender Objekte in Auftrag, den Condon Report. Daran beteiligt der investigative Journalist Samuel Rosenberg. In einem Brief bittet er die Vatikanischen Museen um die Gelegenheit, dieses einzigartige Dokument untersuchen zu dürfen. Der Vatikan antwortete ihm mit nur kurzen, aber prägnanten Zeilen. Der Papyrus Tali ist nicht Eigentum des Vatikanischen Museums. Es ist verschwunden und sein Verbleib nicht mehr nachvollziehbar. Die Formulierung der Antwort weist darauf hin, dass sich der Papyrus tatsächlich einmal im Besitz des Vatikans befunden haben muss. Gibt es Hinweise darauf, den Papyrus doch noch zu finden? Den schriftlichen Beweis für eine Begegnung zwischen den alten Ägyptern und außerirdischen Flugobjekten? Im Zuge des Condon Reports stellte Dr. Walter Remberg, wissenschaftlicher Attaché der US-Botschaft in Rom, eine weitere Anfrage an den Vatikan. Es sollte den Verbleib des Tali-Papyrus genauer aufklären. Der derzeitige Direktor der ägyptischen Sektion des Vatikanischen Museums, Dr. Nolli, sagte, dass Professor Tali sein gesamtes Hab und Gut einem Bruder von ihm hinterlassen habe, der Priester im Lateranpalast war. Vermutlich ging der berühmte Papyrus an diesen Priester. Leider ist dieser inzwischen auch verstorben. Sein Hab und Gut wurde unter den Erben verteilt. Diese könnten den Papyrus vielleicht als wertloses Papier entsorgt haben. Das Auffinden des Papyrus erscheint unmöglich. Vielleicht befindet es sich noch unbemerkt in einer alten Kiste unter den Erben. Vielleicht aber auch in den hochgesicherten Archiven des Vatikans, geheim gehalten vor der Außenwelt. Neben den Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau sticht noch ein anderes Bauwerk heraus, die Sphinx. Und diese scheint ebenso mit dem Erbe der Götter in Verbindung zu stehen. Die große Sphinx von Gizeh. Es ist wohl die größte und älteste monolithische Statue der Welt. Erbaut worden soll sie vom Besitzer der zweitgrößten Pyramide auf dem Gizeh-Plateau, vom Pharao Khafre, Sohn des Gottkönigs Cheops. Sie ragt seit mehr als 4 Jahrtausenden aus dem Sand der ägyptischen Wüste, wobei man eigentlich sagen müsste, seit mindestens 4000 Jahren. Nicht wenige sind überzeugt, dass die Sphinx weitaus älter ist, als wir heute in den Geschichtsbüchern lesen können. Und trotz ihres hohen Alters ist sie verhältnismäßig gut erhalten, denn die meiste Zeit ihrer Existenz verbrachte sie in der Dunkelheit, begraben unter dem heißen Wüstensand. Die Länge der Sphinx beträgt rund 73,5 Meter, 15 Meter davon vereinnahmen ihre ausgestreckten Vorderbeine. Ihr Gesicht ist 4 Meter breit, der Kopf mit dem Nemes, ihrem Kopftuch, umfasst 6 Meter. 20,2 Meter ragt die Sphinx in die Höhe. Laut den Ägyptologen dieser Welt soll sie im Alten Reich errichtet worden sein, während der Herrschaft des Pharaos Khafre im 26. Jahrhundert vor Christus. Doch die Geschichte der Sphinx ist viel abenteuerlicher. Ein Auf und Ab, ein Versinken und Wiederauftauchen aus dem ägyptischen Boden. Bereits 1857 gelang es Auguste Mariette, dem Gründer des Ägyptischen Museums in Kairo, die Übersetzung der Inschriften auf einer Inventarstele, einem Kalksteindenkmal aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Darin wurde beschrieben, wie der Pharao Khufu auf die Sphinx stieß. Zu dieser Zeit soll sie aber bereits seit Tausenden von Jahren im Sand vergraben gewesen sein. Laut dem Text auf der Stele hat Khufu veranlasst, die Sphinx auszugraben und anschließend seinen besten Baumeistern befohlen, sie zu restaurieren.
Sie sollte abermals für Jahrhunderte über Gizeh thronen, bis sie wieder in dem heißen und tiefen Wüstensand verschwand. Der Professor und Geologe der Boston University, Dr. Robert Schoch, analysierte die Sphinx Jahrtausende später. Er kam zu dem Schluss, dass die Verwitterungsmuster auf ihrer Oberfläche nicht auf Wind, sondern auf starke Regenfälle zurückzuführen sind. Die nahegelegenen Pyramiden zeigten dabei keinerlei derartiger Erosionen. Laut der offiziellen Geschichtsschreibung sollen diese aber etwa zur gleichen Zeit erbaut worden sein wie die große Sphinx. Ein Umstand, der viele zu der Annahme veranlasst, dass die Sphinx lange vor 2500 v. Chr. Erbaut worden ist und damit lange vor der Entstehung der großen Pyramide. Insbesondere der Fakt, dass die Sahara in den letzten 5000 Jahren trocken war, bestärkt diejenigen, die sagen, dass das reale Alter der Sphinx nicht mit dem Bau der Pyramiden übereinstimmen könne. Sie müsse viel früher erbaut worden sein. Wenn die große Sphinx tatsächlich viel älter ist, als wir es heute erahnen, wer hat sie dann erbaut? Was ist ihr wahres Alter? Könnten die großen Pyramiden um sie herum dann doch viel älter sein als angenommen? Und was ist der wahre Zweck des monumentalen Bauwerks? Nachdem man festgestellt hat, dass die Witterungsspuren der Sphinx nicht mit ihrem Alter übereinstimmen, fand man auch Hinweise an den Ruinen der großen Pyramiden. Auch sie scheinen am Kalkstein Spuren zu beherbergen, die nicht dem Einfluss von Wind geschuldet sind, sondern von Wasser. Wasser, das es zur heutigen Datierung ihrer Erbauung nicht gegeben haben kann. Eine Theorie, die das weitaus höhere Alter der Sphinx unterstützt, besagt, dass der Nil der Milchstraße entspricht. Die großen Pyramiden bildeten dabei das Sternbild Orion ab. Die massive Skulptur, die wir als die Sphinx kennen, befände sich danach im Sternbild des Löwen. So wie es um 10.500 v. Chr. Am Nachthimmel erschien. Und tatsächlich, zu dieser Zeit hat es am Gizeh-Plateau viel mehr Niederschlag gegeben, als noch vor den angenommenen 4500 Jahren. Es klingt logisch, den Bau der Sphinx in dieser Zeit zu verorten. Einige Ägyptologen glauben, dass Khefren, so wie auch Jahrhunderte später Khufu, die Sphinx lediglich renoviert hat. Der jetzige Kopf sei von Khefren völlig neu gestaltet worden. Nicht nur die optischen Dimensionen stimmten nicht mit dem Körper der Sphinx überein, es sind die Erosionsspuren, die eindeutig zeigten, dass Kopf und Körper zu zwei völlig unterschiedlichen Zeitpunkten hätten entstanden sein müssen. Mit einem Abstand, der Jahrtausende groß sei, zu einer Zeit, als die Pharaonen noch nicht über das alte Ägypten herrschten. Wenn also die Ägypter die Sphinx nicht gebaut haben, wer hat es dann getan? Was ist mit ihnen passiert? Und zeigt uns der alte Papyrus den wahren Zweck der großen Sphinx? Die Funktion der großen Sphinx von Gizeh ist genauso rätselhaft wie ihr wahres Alter. Die einen sagen, sie diente als Beschützerin des Gizeh-Plateaus, andere als Abbild des Himmelsgottes Horus. Laut dem Mystiker Edgar Cayce waren die Erbauer der Sphinx die Atlantier. Eine hochentwickelte Seemacht, deren Existenz wir nur aus der Beschreibung des griechischen Philosophen Platon kennen. Unter dem monumentalen Bauwerk sollen sie einen geheimen Raum hinterlassen haben. Die Hall of Records, die Halle der Aufzeichnungen. Dieser geheime Raum soll das Wissen und die Weisheit der längst untergegangenen Zivilisation enthalten. Viele Forscher und Hobbyarchäologen haben bereits nach diesem gesucht. Gefunden wurde er offiziell noch nicht. Jüngste Radaranalysen haben allerdings unlängst die Existenz von Hohlräumen unter der Sphinx nachgewiesen. Und es sollen noch viel mehr dieser versteckten Räume unter und innerhalb der Sphinx vorhanden sein. Manch einer ist überzeugt, dass die große Halle mit dem vermeintlichen Wissen der Atlanta schon längst gefunden wurde. Eine auserwählte Elite halte ihn und seinen Inhalt geheim. Zu mächtig wäre die Wahrheit hinter der wahren Existenz der Sphinx. Eine Zivilisation, die so weit entwickelt war, dass sie bereits tausende Jahre, bevor sich der Mensch das erste Mal in die Luft erhob, zu den Sternen reisen konnte.
Interessanterweise heißt es bei Platon, dass das Reich Atlantis um 10.000 vor Christus existierte, zu einer Zeit, in der auch die wahre Grundsteinlegung des Sphinx vermutet wird. Kann es wirklich sein, dass die große Sphinx so viel älter ist, erbaut von einer uns unbekannten Zivilisation, eine, die ihr untergegangenes Reich verließ, aber die Möglichkeit besaß, sich zu den Sternen zu begeben, und kam sie im Laufe der Zeit immer mal wieder zurück? Das Jetcon Siouf Ankh Papyrus. Das etwa 3000 Jahre alte Dokument befindet sich im Kairoer Museum. Es zeigt ein wirklich einzigartiges Kunstwerk. Präsent ist die große Ägypterin, übersät mit Sternen auf ihrem Körper. Unter ihr spielt sich eine Szene ab, die man als Segnung interpretiert haben will. Eine reale Szene, denn die alte Zeichnung ist ein Grabpapyrus. Es soll das dokumentieren, was sich vor dem Begräbnis abgespielt hat. Eine ungemein wichtige Erkenntnis. Schaut man nämlich genauer hin, sieht man etwas, das nach der Meinung vieler eigentlich nicht existieren kann. Auf der abgebildeten Sphinx ist ein seltsames, scheibenförmiges Objekt zu sehen. Etwas, das künstlerisch angedeutet sehr hell leuchtet. Drei beinartige Stative lassen vermuten, es stehe mitten auf dem monumentalen Bauwerk. Ist dies die Landung eines UFOs, das hier in einer realen Szene dargestellt wird? Ufologen sind überzeugt, dies sei ein großartiger Beweis dafür, dass es eine echte Verbindung zwischen dem alten Ägypten und Wesen aus anderen Teilen des Universums gab. Vor allem die Seltenheit dieser Illustration sei etwas Besonderes, so ganz anders als alle anderen, die jemals in der altägyptischen Mythologie zu sehen waren. Historiker hingegen vermuten hinter diesem Objekt eine Pflanze oder einen Käfer, Präastronautiker halten dagegen. Die Darstellungen unter der überdimensionierten Ägypterin im oberen Bildbereich seien alle proportional. Ein solch großes, natürliches Objekt gäbe es nicht. Es müsse etwas sehr Besonderes sein. Und einige von ihnen sind sich sicher, die wahren Erbauer der großen Sphinx sind damals zurückgekehrt. Wenn sie schon einmal zurückgekehrt sind, wann wird dies dann wieder geschehen? Oder ist einer von ihnen gar hier geblieben? Ein ägyptischer Gott, tief begraben, wartend, bis er sich wieder emporerhebt? Das alte Ägypten zieht seit vielen Jahrhunderten Menschen aus aller Welt an. Sie suchen nach geheimnisvollen Artefakten, weisem Wissen ferner Vorfahren und fabelhaften Schätzen. Sie alle streben in das Land der Pyramiden, in der Hoffnung, dort nicht nur die prachtvollen Bauten bestaunen zu können, sondern noch so viel mehr. Nach dem Verborgenen, und ein jeder, der das Land am Nil schon einmal besuchte, der weiß, irgendein großes Geheimnis hat das alte Ägypten bisher noch nicht freigegeben. Auch der antike griechische Philosoph Platon trug zur Mystik Ägyptens bei. In seinen Schriften sprach er über die Verbindung zwischen den mysteriösen Priestern der Pharaonen und der mythologischen Zivilisation von Atlantis. Ob diese Geschichte nun wahr oder nur ein Hirngespinst des großen Denkers war, sei einmal dahingestellt. Grund zu dieser Annahme hatte er aber allemal. Die kulturellen und architektonischen Errungenschaften des alten Ägyptens waren zu dieser Zeit einzigartig auf dieser Welt, die wohl fortschrittlichste Zivilisation ihrer Zeit. Und trotz den heutigen Ausgrabungen mit all unseren modernen Technologien können wir nicht alle alten Geheimnisse lüften. Der sogenannte Schacht von Osiris. Er bleibt aufgrund von Grundwasser einer der unzugänglichsten ägyptischen Stätten. Woher das Wasser stammt, das ihn kaum betretbar macht, weiß niemand so genau. Nur wenige Menschen hatten bisher überhaupt die Gelegenheit, diesen mystischen Ort zu besuchen. Einer Legende nach fand hier der altägyptische Gott Osiris seine letzte Zuflucht, das Grab eines Gottes. Es befindet sich in der Nähe von Kairo, auf dem Gizeh-Plateau neben der Khefren-Pyramide. Der Osiris-Schacht ist unterirdisch. Nur eine kleine Öffnung zeigt die Position des Götterfriedhofes an. Eine geschlossene, fast unauffällige Tür im felsigen Fuß des Plateaus. Touristen gehen täglich dutzende Male daran vorbei, ohne zu wissen, was Erstaunliches sie dort gerade passieren. Die Stätte wurde erstmals 1837 vom britischen Ägyptologen und Ingenieur John Perring entdeckt. Er markierte dieses auf eine Karte.
Grab Nummer 1, doch es sollte für eine lange Zeit in Vergessenheit geraten. 1933, Jahrzehnte später, sollte der ägyptische Archäologe Selim Hassan den Schacht wiederentdecken, bei der Räumung der Prozessionsstraße zwischen der Khefern-Pyramide und dem Tal der Tempel. Und dort war er. In der Nähe der Sphinx führte unter der Straße gelegen ein kleiner Schacht ins ungewisse Dunkel. Beim Betreten offenbarte dieser eine weitaus höhere Bedeutung, als man von einem kleinen Loch im Felsen erwarten würde. Dieser unscheinbare Schacht führt zu einem riesigen Komplex, bestehend aus mehreren Ebenen, 30 Meter tief in den felsigen Boden gehauen, drei große Kammern, die miteinander durch weitere Schächte verbunden sind. Eine wahre Sensation, die der Öffentlichkeit verborgen blieb. Und auch heute ist das Grab des Osiris noch vielen unbekannt. Liegt dies an den Funden in dieser letzten Ebene, in dieser Kammer, die Mitte des 19. Jahrhunderts noch vollkommen überflutet war und auch bis vor zwei Jahrzehnten noch voll mit Wasser sein sollte? 1999. Unter der Leitung von Zahi Hawass, Generalsekretär der ägyptischen Altertumsverwaltung, wird das Wasser aus der untersten Schachebene abgepumpt. Nun trockengelegt, begannen die lokalen Archäologen mit der Bergung bisher unbekannter Funde. Die archäologischen Ausgrabungen im Osiris-Grab dauern bis heute an. Dabei ist die Untersuchung der unterirdischen Kammern durch Außenstehende nicht einfach. Selbst Altertumsforscher mit einem offiziellen archäologischen Auftrag ist es äußerst schwierig, auch nur einen Blick in die Kammern zu werfen. Die dortigen Arbeiten werden nur unter der strengen persönlichen Aufsicht des derzeitigen Generalsekretärs durchgeführt. Normalen Touristen ist der Zugang zum Schacht strengstens verboten. Und doch drangen einige besondere Funde ans Tageslicht, die dem außergewöhnlichen Fund ihren Namen gab und auf die letzte Ruhestätte des ägyptischen Gottes hinweisen sollen. Amulette in verschiedenen Formen, gefertigt aus Obsidian, Diorit, Schiefer, Fayence und Basalt. Und sie alle zeigen eine ganz bestimmte mystische Gestalt, die altägyptische Gottheit Osiris. Könnte es wirklich sein, dass es das Grab eines Gottes ist? Fand der Totengott Osiris hier nahe der Khefern-Pyramide seine letzte Ruhestätte? Was sagen die alten Legenden über sein Ableben aus? Und wie sieht es dort unten in der tiefsten Ebene aus? Finden wir dort die mumifizierten Überreste von einem Gott? Osiris war der im alten Ägypten wohl verehrteste Totengott. Er war der Bruder von Set sowie der Göttinnen Nephthys und Isis. Letztere war zugleich seine Frau. Für diejenigen, deren Leben auf der Erde endete, war Osiris der oberste Richter. Alle der 42 ägyptischen Götter stellten den Toten eine Frage, eine, die sie wahrheitsgemäß mit Nein beantworten mussten. Nur so konnten sie auf ein Leben in der Nachwelt hoffen, und auch nur, wenn sie zuvor mumifiziert worden waren. Dieses Jenseits der Ägypter lag weit im Westen, dort, wo die Sonne allabendlich unterging. Daher trug Osiris auch den Beinamen Herr des Abendlandes. Osiris war aber nicht nur bei den Sterblichen sehr beliebt. Er erbte von seinem Vater Geb die Länder Ober- und Unterägypten, sein Bruder Set hingegen die Herrschaft über die karge Wüste. Dem eifersüchtigen Set gefiel dies gar nicht. Was solle er mit der lebensunfreundlichen, trockenen Landschaft, auf der nur das Vieh hin und wieder verödete? Die Eifersucht wandelte sich schnell in eine unbändige Wut, und so kam es, dass Set seinen Bruder Osiris tötete. Doch auch nach dem Tod des Gottes sollte er nicht in Frieden ruhen können. Er verteilte die Überreste von Osiris über ganz Ägypten. Isis, die Frau des so geschätzten Totengottes, war verzweifelt. Immerhin solle er in seinem Tod in Frieden ruhen können. Sie begab sich auf die Suche nach seinen Überresten. Nach langen Irrwegen und Abenteuern fand sie schließlich all jene und ließ sie wieder zusammensetzen. Anubis, der schakalköpfige Gott der Mumifizierung, der die Seelen zur Nachwelt geleitete, half Isis. Er balsamierte den Leichnam von Osiris ein, mit Hilfe eines magischen Rituals. Doch an welchem Ort bestattete man den getöteten Gott? Gibt es Hinweise darauf, dass der nach ihm benannte Schacht auch auf sein Grab hindeutet? Der Abstieg in den Osiris-Schacht erfolgt in drei Etappen. In der ersten Phase müssen die, die ihn überhaupt betreten dürfen, über eine senkrechte Leiter mehr als 10 Meter nach unten gehen.
Auf einer kleinen Plattform führt eine weitere Treppe in die Tiefe. Der Abstieg endet in einem rechteckigen Raum mit 7 Nischen. In 2 von denen befinden sich 2 große, schwere und aufwendig gestaltete Basaltsarkophage. Archäologen rätseln bis heute, wie die alten Ägypter diese massiven Steinstrukturen in einer solchen Tiefe platzieren konnten. Selbst heute sei es unmöglich, die Sarkophage durch den engen Schacht zu transportieren, geschweige denn, sie dort heraus ans Tageslicht zu befördern. In der nordwestlichen Nische unter der Decke fanden die Forscher eine lange Spur von Eisenoxid. Woher diese Spur aus Rost stammt, ist unbekannt. Es gibt allerdings ähnliche Spuren in einigen anderen Anlagen auf dem Gizeh-Plateau und auch an diesen zerbrechen sich die heutigen Altertumsforscher den Kopf. Der interessanteste Fund liegt allerdings auf der untersten Ebene, jene, die jahrhundertelang überflutet war. Weitere 12 Meter hinunter, auf der dritten und letzten Ebene, erblickt man Unvorstellbares. Ein Sarkophag aus massivem Granit, 15 Tonnen schwer, stehend auf einer künstlichen, von Wasser umgebenen Insel. Auf dieser Insel sieht man die Überreste rechteckiger Säulen. Sie erstreckten sich einst über den steinernen Sarkophag, ein architektonisches Meisterwerk. Könne man sich schon die Sarkophage auf der zweiten Ebene nicht erklären, so entzieht sich die dritte Ebene völlig den heutigen Vorstellungen des Machbaren. Eine weitere Entdeckung ist ein unscheinbarer Gang an der Ostwand. Ist die letzte Kammer schon stark von den Bewegungen des Erdreichs der letzten Jahrtausende in Mitleidenschaft gezogen worden, hat es diesen Gang fast völlig zerstört. Er soll zur großen Gizeh-Pyramide führen, auch ein Weg zur Sphinx sei nicht ausgeschlossen. Einige Archäologen halten daher das unterirdische Grab nicht für das des Gottes Osiris, sondern für die letzte Ruhestätte Cheops. Und wie wir alle vermuten, sind die großen Pyramiden nie wirklich die Grabstätten der Pharaonen gewesen. Doch auch diese Vermutung kommt nicht so ganz hin. Datierungen weisen darauf hin, dass die letzte Ebene mindestens 5000 Jahre alt ist. 500 Jahre früher also als die Zeit, in der Cheops über das alte Ägypten regierte. Doch egal wer oder was dazu in der Lage war, eine solche architektonische Leistung zu vollbringen, eines steht fest. Sollte es wirklich das Grab des Osiris sein, es wäre einem Gott mehr als würdig. Haben uns also Außerirdische in der fernen Vergangenheit besucht? Gaben sie uns das Wissen, die Pyramiden zu erschaffen? Finden wir die Beweise dafür in eben jenem gigantischen Bau? Es mag sein, dass die heute gesehenen Hinweise auch auf ganz irdische Art und Weise zustande gekommen sind, doch die Vielzahl der mysteriösen Umstände rund um die Gizeh-Pyramide sollte uns zum Nachdenken bewegen über das Erbe der Götter.